Hallo Leute, herzlich willkommen hier bei Warwick Distribution, dem deutschen Vertrieb von Pictronix. Ich bin Christian Schimrig und präsentiere euch heute den Pictronix Quantum Modulator. Der Quantum Time Modulator von Pictronix ist ein Chorus-Vibrato-Effektpedal, das Pictronix-typisch komplett analog arbeitet. Hier drinnen befinden sich weder Softwarecode noch Wandlerchips, sondern es sorgen sogenannte Dual Bucket Brigade Delay Lines dafür, dass der Effekt erzeugt wird. Dies sorgt für einen natürlichen, dreidimensionalen Klang. Für die folgenden Clips spiele ich eine Framus Earl Slick Signature, die mit einem Satz Clearton-Saiten der Stärke 10 bis 46 bezogen ist. Dies geht direkt in den Mesa Boogie Transatlantic Combo, wo im Effektweg der Pictronix Quantum Modulator hängt. Abgenommen wird das Ganze durch ein Shure SM58 Mikro direkt in die Kamera. Der Quantum Modulator verfügt über drei Regler und einen Kippschalter. Mit dem Sensitivity-Regler regelt man, wie schnell oder langsam der Filter auf den Anschlag mit dem Plektrum reagieren soll. Mit dem Speed-Regler hier drüben lässt sich die Geschwindigkeit des LFO festlegen. Mit Source kann man beide Effektquellen beliebig ineinander blenden oder sich mit einem Dreh auf Anschlag für eine entscheiden. Dreht man ganz nach links, ist nur noch der Sensitivity-Regler und damit die anschlagsgesteuerte Effektsteuerung aktiv. Dreht man ihn ganz nach rechts, ist nur noch der Speed-Regler ausschlaggebend. Mit dem Chorus-Vibe-Schalter hier kann der Grundcharakter des Effekts festgelegt werden. Entweder wie hier gerade auf Chorus oder auf Vibe, was an einen Tremolo-Effekt erinnert. Dank der Stereo-Outbuchse kann der Pictronix Quantum Time Modulator sowohl Mono als auch Stereo betrieben werden, je nachdem welches Kabel man anschließt. Damit kann man wunderbar herumexperimentieren, sei es mit zwei Verstärkern, wodurch sich ein schönes breites Stereobild samt Effekt ergibt, oder mit einer Stereobox. Wir haben hier einen robusten Fußschalter und das typische Metallgehäuse von Pictronix, das einen hochwertigen Eindruck hinterlässt. Darüber hinaus lässt sich der Pictronix Quantum Time Modulator mit 9 bis 18 Volt betreiben und sorgt damit für etwas mehr Headroom. Insbesondere Liebhaber von High-Output-Tonabnehmern werden diesen Headroom zu schätzen wissen. Dadurch bleibt der Ton länger, klar und sauber. Mit dem Pictronix Quantum Time Modulator erhält man zwei hochwertige Effekte, Chorus und Vibrato, in einem und das auch noch voll analog und in Stereo. Dank der mischbaren Modulationsquelle kann man lebendige und dynamische Sounds erzeugen. Die hochwertige Verarbeitung und die tolle Optik sprechen ebenfalls für dieses Pedal. Dieses Teil hier braucht sich vor anderen Boutique-Effektgeräten aus den USA nicht verstecken. Also ab in den Laden und check it out!